Ja, bei meiner bisherigen Museumsarbeit ging es immer wieder darum, dass ich fand, dass etwas so wie es läuft, nicht richtig läuft. Da wurde unzureichend dokumentiert, nicht fotografiert, ungeschickt abgelegt, doppelt gearbeitet, gesucht, verlegt und wieder gesucht. Ich erzähle das hier recht ungeniert, weil ich inzwischen weiß, dass Probleme dieser Art in den meisten Museen bestehen, nicht nur bei uns. Insofern habe ich jetzt meine eigene Institution nicht, glaube ich, beschädigt, sondern ich habe einfach nur ein Problem angesprochen, mit dem wir alle kämpfen. Und so wollte ich vor 10 Jahren oder so wissen, wie es andere machen. Das will ich immer noch wissen, aber vor 10 Jahren hat mich das sehr beschäftigt. Und wie man es besser machen kann. Kurz, ich wollte wissen, was der Standard ist. Standard hört sich irgendwie immer erstmal recht trocken an, aber es ist auch was ziemlich Tolles, wenn man der British Standards Institution folgt. Und die ist nach Selbstauskunft immerhin die älteste standardfestlegende Institution der Welt. Die muss es also wissen. Und die sagt, in essence, a standard is an agreed way of doing something. Und dann weiter, standards are the distilled wisdom of people with expertise in their subject matter. Also das destillierte Wissen von klugen Leuten. Deshalb dachte ich, muss ich mal zu CDOC gehen. Das ist der Dokumentationsausschuss. Insofern, wir sind bei Digitalisierung insofern dabei, als es eine Dokumentationsaufgabe ist, aber im Kern geht es bei uns um Dokumentation. Deshalb ist mein Vortrag auch weniger technisch als der vorhergehende, sondern ich versuche jetzt einfach im Wesentlichen aufzuzählen, was wir für Standards bei CDOC selbst entwickeln, welche wir beobachten, welche wir empfehlen. Dieses Interesse an Standards hat mich letztlich zu einer CDOC Summer School geführt, die kann ich jedem empfehlen. Das war mein Einstieg in die Arbeit von ICOM in dem Fall. Also ICOM ist ja die Organisation, zu der CDOC gehört. Bei mir war es dann eben auch der Weg, dass ich dann bei CDOC geblieben bin, weil mir, wie ich ja gerade schon deutlich gemacht habe, es Spaß gemacht hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die für ihr Thema brennen. So, von denen findet man bei ICOM einige. Jetzt muss ich mal dieses Gerät hier benutzen. Genau, hier haben wir also noch ein paar Informationen zu CDOC. Man muss bei ICOM wissen, ICOM hat im Wesentlichen als internationaler Museumsrat nationale Ausschüsse und internationale Ausschüsse. Entschuldigung, ICOM Deutschland. Man kann eigentlich sagen, die nationalen Ausschüsse machen das Geld und die internationalen geben es wieder aus. Ja, also die nationalen Ausschüsse verwalten die Mitglieder und dadurch entsteht natürlich auch das Geld, das man dann braucht. Und bei den internationalen Ausschüssen wird nach Themen gearbeitet, also die sind nach Themen sortiert. Und dort gibt es also, ich glaube, seit 30 internationale Komitees, die zu Themen wie Restaurierung, zur Dokumentation im Fall von CDOC, zu Bildung, zu Cultural Action, zu dann aber auch spezifischen Museumsthemen, also Glasmuseen, Geschichtsmuseen, stadtgeschichtlichen Museen, militärgeschichtlichen Museen und so weiter, sich austauschen. Bei CDOC geht es also um Dokumentation und ich beobachte 3 Arten bei CDOC mit Standards umzugehen. Das ist einmal, dass man Standards selber erarbeitet. Das ist dann zum Beispiel das schon erwähnte Lido, ein XML-Harvesting-Format, ich komme nachher noch drauf, oder das CRM, das Conceptual Reference Model. Und dann gibt es mitbearbeitete Standards, wo man also als Museumsvertreter dran teilnimmt. Das sind dann ISO-Normen oder die UNESCO Persist Guideline oder andere. Und dann gibt es die Identifikation und Auflistung von Standards, die für Museen relevant erachtet werden. Da gibt es eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb des Ausschusses CDOC, da kommen wir gleich zu den Arbeitsgruppen, die heißt Documentation Standards Working Group. Das ist also eine Arbeitsgruppe, die sich darauf konzentriert, Standards zu identifizieren, die für die Dokumentationsarbeit relevant sind, die aber nicht von CDOC geschrieben werden, sondern was gibt es denn da? Hier sehen wir also eine Übersicht der Arbeitsgruppen innerhalb von CDOC. Eben gerade kann man schon sehen, CDOC hat an die 900 Mitglieder zurzeit. Die teilen sich dann also auf in Arbeitsgruppen. Da gibt es dann also welche, die sich mit archäologischen Dokumentationsaufgaben auseinandersetzen, welche, die sich auf Koreferenzierung spezialisieren. Da gibt es welche, die sich mit Dokumentation in Informationszentren beschäftigen, denn uns ist ganz wichtig, dass wir nicht nur über Sammlungsdokumentation reden, sondern allgemein über Museumsdokumentation. Ja, da gibt es also viele weitere Sachen.
Und es gibt eben unsere zwei besten Exportprodukte sozusagen, die CRM-Arbeitsgruppe und die Lido-Arbeitsgruppe. Und dann natürlich auch noch sowas wie Museum Prozess, also Workflow, wenn man so will, also Museum Process Implementation und weitere. Ich selbst bin der Leiter der Arbeitsgruppe für die Entwicklung von Digitalstrategien. Ich habe früher mal digitale Strategien gesagt, bis mir klar wurde, dass es eine total dämliche Übersetzung ist. Denn eine Strategie, die digital ist, was soll es sein? Es geht um eine Strategie für das Digitale, also um die Digitalstrategie. Bei uns geht es eigentlich darum, dass wir über eine weit gefasste digitale Strategie nachdenken. Wir wollen das digitale Handeln ganzheitlich betrachten. Das heißt, dass das Museum nicht nur weiß, wie es wo digital arbeitet, sondern dass es dies auch immer wieder in Frage stellt und laufend optimiert. Eine Digitalstrategie oder besser auch eine Museumsstrategie, die sich auch über das Digitale Gedanken macht, sollte die Arbeit und Zusammenarbeit aller Abteilungen im Sinn haben. Das ist so ein Kerngedanke der Arbeit. Deshalb freue ich mich, dass ich heute einen Vortrag über Standards bei der Digitalisierung halten darf. Hierbei möchte ich Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern als einen von mehreren Bausteinen einer Digitalstrategie betrachten. Ohne die Digitalisate, seien sie nun die Scans von historischen Dokumenten, davon haben wir jetzt relativ viel gehört, seien sie digitale Kopien von Bildern, 3D-Modelle von Objekten, eingescannte Leihverträge oder PDF-Versionen von Museumsbroschüren aus den letzten 30 Jahren, würde Ihnen und der Digitalstrategie, die Sie entwickeln, ein Großteil Ihrer Daten fehlen. Doch wozu soll das Digitalisat genutzt werden? Eine Stakeholder-Analyse oder einfach die Befragung Ihrer Kollegen zu Nutzungsabsichten und daraus folgenden Qualitätsanforderungen sollte der Digitalisierung vorangehen. Das haben wir schon viel ausführlicher vorhin von Andreas Weißer gehört. Ich fasse es jetzt nochmal mit meinen Worten zusammen. Wir sind ja in Bayern, hier hat, glaube ich, Karl Valentin mal gesagt, das ist noch alles schon gesagt, aber noch nicht von jedem. Ich versuche es nochmal ein bisschen anders zu sagen, dann verhaftet es vielleicht auch, Wiederholung hilft da ja immer. Das heißt, die Daten, die durch Digitalisierung entstehen, müssen mithilfe von Metadaten möglichst gut maschinenlesbar und findbar sein. Sie sollen mithilfe von Rechtekonzepten für all diejenigen zugänglich sein, die sie brauchen. Vielleicht sollen sie mithilfe von einem kontrollierten Vokabular multilingual auslesbar sein. Sie können mithilfe von Webportalen wie der Europeana, der DDB oder anderen bekannt gemacht werden. Social-Media-Kanäle können diese Reichweite weiter erhöhen. Die Dateien müssen aber auch gesichert werden vor Datenverlust durch Brandüberschwemmungen oder Datenträgeralterung. Sie müssen beschützt werden vor Hackerangriffen. Sie sollten lizenzbefreit sein, um nicht nur morgen, sondern auch in einigen Jahren noch zu funktionieren. Vielleicht benötigen Sie auch spezielle Software, Betriebssysteme und Wiedergabesysteme, um in der Zukunft noch authentisch wiedergegeben zu werden. Auf diese verschiedenen Gedanken möchte ich im Folgenden detaillierter eingehen und Ihnen ein paar Standards nennen, die in den jeweiligen Zusammenhängen meines Erachtens relevant sind. Hierbei muss ich zwangsläufig eine Auswahl treffen. Viele von Ihnen werden da zahlreiche weitere Standards kennen, die man in den jeweiligen Zusammenhängen kennen sollte. Und wenn Sie diese nennen wollen, tun Sie das bitte. Bitte sofort, gerne während meines Vortrags, zum Beispiel auf Twitter, während ich rede. Dann können wir das uns nach meinem Vortrag nochmal gemeinsam anschauen und vielleicht auch diskutieren. Und die Frau Kreisinger, die tippt fleißig mit und nickt schon, dass sie das auch dann uns vorliest, was sie da jetzt gerade mitplottet. Zunächst möchte ich aber zwei Abgrenzungen vornehmen. Oh, jetzt habe ich eine Folie ausgelassen. Brillant gemacht, Herr Behrendt. Das ist also gerade eine Übersicht nochmal zu dem, was ich gerade beschrieben habe, die Bausteine einer digitalen Strategie, womit ich eigentlich nur verdeutlichen möchte, dass die Digitalisierung mittendrin steckt. Eine Digitalstrategie umfasst deutlich mehr als nur eine Digitalisierungsstrategie und die Digitalstrategie, die gut geschrieben ist, zeichnet sich eben dadurch aus, dass die Digitalisierung als ein Arbeitsprozess neben anderen von vielen Abteilungen gesehen wird und die Arbeit der verschiedenen Abteilungen ineinander greift und man eben versucht, Redundanzen zu vermeiden, dass man versucht, besser miteinander zu kommunizieren, als man es vorher getan hat und dass man so ein bisschen die Arbeit aufeinander abstimmt. Jetzt bin ich bei der Folie, wo ich eigentlich hin wollte, Digitalisat und Digitalifakt und dann eben Dokumentation und Sammlung. Als digitales Messereignis, wir haben es eben gerade ausführlich erklärt gekriegt, ist die Digitalisierung in den Bereich der Dokumentation einzuordnen. Viele reden dann über eine digitale Sammlung mit Digitalisaten und da denke ich mir, nee, Moment, stopp mich. Also so, entweder wir haben Digitalisate und das ist ein Sammlungsprodukt, weil es ein Messereignis war, oder wir haben Born Digital Objects, gleich komme ich zum Digitalifakt, und die haben dann irgendwie einen anderen Status. Aber eine digitale Sammlung aus Digitalisaten ergibt für mich erstmal persönlich
keinen Sinn, das würde ich als Missverständnis betrachten. Das Digitalisat gibt nämlich immer nur ausgewählte Eigenschaften eines Originals wieder. Meistens sind dies das Aussehen, zum Beispiel bei Objektfotos oder Dokumentenscans, der Klang, ja, die Klangdatei zu Tonträgern oder die Form bei 3D-Modellen. Digitalisate unterscheiden sich also von Digitalifakten, also Dateien wie digitalen Fotos, Filmen, Systemlog-Dateien. Ich komme aus dem Militärhistorischen Museum, da gibt es dann Waffensystemdateien und sowas. Oder Sie kennen das bei den eigenen Autos. Mittlerweile hat jedes Auto ganz viele Chips und diese Chips kann man auslesen, dann hat man Fahrzeugdateien. Ja? Also da muss man gar nicht ins Militärische gehen. Die bereits im Originalzustand digital waren und kein analoges Original haben. Digitalifakte können als Kunstwerke oder historische Sachzeugnisse unserer Zeit vollwertige Sammlungsgegenstände oder Archivalien sein. Als Originale sollten sie manipulations- und verlustfrei bewahrt werden. Die Metadaten eines Digitalifakts dürfen nicht verändert werden. Uns geht es ja um die Datei. Das ist ja ein digitales Zeugnis. Dann sollten wir die nicht manipulieren. Fangen ja auch nicht an, auf ein Gemälde rumzumalen. Weder bewusst noch unbewusst. Stellen Sie also bitte sicher, dass Sie auch nicht aus Versehen mit irgendwelchen Aktualisierungen Überschreibungen vornehmen in den Metadaten von einem Digitalifakt. Das Digitalisat ist zumindest bei der Erstellung und im Rahmen einer späteren Datenanreicherung deutlich flexibler. Gute Sammlungsarbeit besteht nun mal darin, dass man an und mit und für ein Objekt forscht. Neue Erkenntnisse sollten vermerkt werden, Metadaten können laufend angereichert werden. Das heißt natürlich nicht, dass Sie nicht auch Ihre Dokumentation vor unbefugter Manipulation oder ungewollten Überschreibung schützen müssen, das ist klar. Zur Verdeutlichung möchte ich Ihnen diesen Cockpit-Stimmrekorder zeigen, den Sie auf der Folie sehen. In seinem Inneren befindet sich ein Magnetbandspeichergerät, das die Gespräche der Piloten im Cockpit aufzeichnet. Das Zwillingsgerät zu diesem Objekt ist ein Flugdatenschreiber, der die Flugdaten speichert. Das hat immer zwei, ne? Ein Stimmrekorder und ein Flugdatenschreiber und die beiden plotten mit, was im Flugzeug passiert. Das hier abgebildete Gerät war an Bord der Tupolev 154 mit der Kennung 1102, die 1997 vor der Küste Namibias verunglückt ist. Nach der Kollision des Flugzeugs fiel der Flugdatenschreiber ins Meer und sank auf eine Tiefe von 650 Metern Wassertiefe ab, wo sie alle beide, Flugdatenschreiber und der Stimmrekorder, erst nach mehreren Wochen, ich glaube es waren zwei Monate, gefunden wurden. Sie sind das Einzige, was von der 1102 übrig geblieben ist. Seine Daten und Aufzeichnungen geben uns Aufschluss über das, was dort passiert ist. Das Objekt und seine Daten sind zudem von hohem emotionalem Wert für die Angehörigen. Aus musealer Sicht haben wir neben dem eigentlichen Objekt eine analoge Tonaufnahme, die von uns digitalisiert werden könnte, ehrlich gesagt, wenn wir es hätten. Hier reden wir also von einem Digitalisat, das der Dokumentation zugeordnet wird, wenn wir es fertigen. Und es gibt ein Digitalisat, das zur Auswertung genutzt wurde, durch diejenigen, die nach dem Unfall das erstmal analysiert haben. Das übrigens würde ich als Digitalifakt dann bezeichnen, weil diese digitale Datei gehört zur Sammlungsgeschichte, da die Auswertungsarbeit zur Objektgeschichte gehört. Und das würde ich dann ganz anders behandeln als ein Digitalisat, das wir selbst gefertigt haben. Einfach weil wir da eine Datei kriegen, die letztlich zur Objektgeschichte dazugehört. Die ist mit einem real existierenden Objekt verbunden, ist ein Digitalisat, wird aber von mir trotzdem als Digitalifakt eingestuft, weil ich die Datei unbedingt so behalten will, wie sie ist, ohne jede Manipulation. Dann haben wir weitere Filme mit Zeitzeugenberichten zum Vorfall. Und jetzt können wir gleich diskutieren, denn ich bin ehrlich gesagt so fies, dass ich selbst das als Digitalifakt bezeichne, denn auch diese Filme sehe ich als authentische Zeugnisse ihrer Zeit. Auch die Filme möchte ich, nachdem sie einmal abgeschlossen sind, nicht in die Ecke der Dokumentation schicken, sondern möchte sie erstmal als Zeitzeugenberichte behalten und sagen, okay, auch die Aufnahme ist immer noch eine Art der Verarbeitung des Vorgefallenen, denn die Zeitzeugen sind ja nie neutral. Also möchte ich das als historisches Sachzeugnis für sich behalten. Notizen, Hinweise, eingescannte Zeitungsartikel und Fotos zur Objektgeschichte, die bei der Sammlungsarbeit entstanden sind, die würde ich dann tatsächlich der Dokumentation einordnen, in meiner Logik dann also ganz normale Digitalisate. Warum sage ich das alles, wo es jedoch eigentlich um Standards gehen soll? Ich will dafür sensibilisieren, wie wichtig das digitale Sammeln ist, in Abgrenzung zum Digitalisieren. Ich möchte zeigen, wie eng Digitalisat und Digitalifakt beieinander liegen können. Ich möchte allerdings auch den Unterschied zwischen den beiden herausstellen und verdeutlichen, dass der Unterschied nicht immer auf der Hand liegt, sondern auch aus dem Entstehungs- und Sammlungskontext erst entsteht. Und Standards für Digitalisate gelten nicht unbedingt für Digitalifakte. Standardkonforme Arbeit heißt nicht, dass blind alles in eine Schablone gepresst wird. Behalten Sie bitte Ihr Augenmaß. Und
digitalisieren sie objektgerecht. Bei allen Unterschieden gibt es natürlich viele Gemeinsamkeiten zwischen Digitalisaten und Digitalifakten. Beides sind Dateien, oft sogar mit den gleichen Dateiformaten. Und als solche haben sie Bedürfnisse, was Dateien brauchen. Dateien brauchen, wir haben es heute schon gehört, redundante Speicherung zu einem Zeitpunkt. Sie brauchen eine regelmäßige Umspeicherung, damit man keine Probleme mit dem Datenträger kriegt. Sie brauchen Schutz vor Dateikorruption und Schutz vor Hackern. Eine Lizenzsperre sollte deaktiviert sein. Je nach Dateityp braucht man spezifische Betriebssysteme, die ebenfalls lizenzbefreit sein müssen und darüber hinaus unter Umständen auch spezifische Hardware benötigen. Dies klingt banal, lässt sich aber anhand der hier gezeigten zwei Bilder aus der Arbeit meines Museums verdeutlichen. Hier haben wir Radararbeitsplätze im Wandel. Wir sehen oben einen Radar-Datenarbeitsplatz aus den 90er und Nuller Jahren und unten einen aus den Nuller und Zehner Jahren, der wahrscheinlich bis heute aktuell ist. Beide Male arbeiten die Soldaten mit denselben Radardaten, wahrscheinlich sogar aufgenommen von der gleichen Hardware. Also das gleiche Radargerät erzeugt die Radardaten. Aber sie landen auf ganz unterschiedlichen bildgebenden Systemen. Oben haben wir noch herkömmliche Radaranzeigemittel. Unten haben wir sehr weit fortgeschrittene Computersysteme, wo also alle Daten auf den Computerbildschirm gebracht haben, mithilfe von Interpretationen, die der Computer vornimmt, weil man inzwischen dort sehr viel weiter ist und ein Computer, die diese Signale, die das Radarsystem aufgenommen hat, viel besser interpretieren kann, als man das mit Hilfe der primitiveren Technik konnte. Wir sehen also, die Daten an sich sind oft nicht ausreichend, sondern wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir authentisch wiedergeben. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir die Datei erhalten, aber auch, wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt angezeigt werden kann, was für Dateiformate sie hat, wie sie umgespeichert wird. Dann kommen wir in den Bereich von digitaler Restaurierung, ein Thema, das in Museen, glaube ich, wirklich noch nicht sehr weit fortgeschritten ist. Die meisten Restauratoren werden sagen, dass sie für digitale Restaurierung nicht qualifiziert sind, sondern dass es Programmierarbeit sei. Ja? Das ist also noch ein komplett neues Arbeitsfeld, über das man sich Gedanken machen muss. Ganz neu ist es nicht mehr. Wir denken darüber, glaube ich, schon seit mehreren Jahren nach, aber ich habe das Gefühl, es tut sich nur sehr schleppend was. Das sind also so ein paar Grundgedanken, die man einfach langsam immer mehr im Blick nehmen sollte. Ich habe mit dem Beispiel der Radararbeitsplätze nur einen kleinen Ausschnitt der Herausforderungen beleuchtet, die bei der Langzeitarchivierung auf uns warten. Tatsächlich ist es verrückt, wie viele Daten uns umgeben, wie viele Daten permanent automatisch erzeugt werden und wie viele Daten aber auch Ausdruck menschlicher Kreativität und Schaffenskraft sind. Diese Daten für die Nachwelt zu erhalten und nicht als unbekannte Generation unterzugehen, weil alle unsere digitalen Erzeugnisse schon morgen nicht mehr lesbar, darstellbar oder hörbar sind, ist Sinn von Papieren wie den Persist Guidelines oder von Initiativen wie Nestor oder DigiSam. Wenn ich es recht sehe, sind hier die Archive in Deutschland wesentlich weiter als die Museen. Ich erlebe es immer wieder, dass Museumsmitarbeiter bei Themen wie dem digitalen Sammeln oder der digitalen Langzeitbewahrung von Museumsdateien zustimmend nicken, aber zugleich sagen, dass ihre Institutionen keine Antworten darauf haben. Das finde ich erstaunlich, denn es geht hier um nicht weniger als den Schutz von Sammlungsgut und von Museumsdokumentation vor Beschädigung oder sogar Totalverlust. Mir scheint, dass diese Themen vor dem digitalen Zeitalter deutlich ernster genommen wurden als heute. Aber wir schauen ja nicht nur auf das Datenbewahren. Wenn wir Daten haben, müssen wir sie auch finden. Hierbei helfen uns Metadaten, also Daten über Daten. Sie können sie eigentlich überall verankern, zum Beispiel bei Objektdatensätzen in Ihrer Datenbank oder bei einer Bilddatei. Typische Metadatenformate kennen Sie bei Bildern, ne? Das sind zum Beispiel EXIF, IPTC und wohl jetzt auch XMP. Je reicher Sie Ihre Daten anreichern, je besser ist das. Denn NutzerInnen verstehen, womit Sie umgehen, woher das herkommt, was man damit machen darf. EXIF und IPTC, ich lasse jetzt mal XMP raus, weil ich mich damit selber noch nicht so gut auskenne, sind Standards mit festen Informationseinheiten. Während EXIF in der Regel automatisch befüllt wird, etwa von Ihrer Kamera, bietet IPTC mehr Freiraum. Entsprechend finden Sie bei EXIF eher technische Informationen, wie die Kamera, die Brennweite oder die Belichtungszeit. Bei IPTC können Sie Urheberrechte, den Namen des Erstellers, eine Überschrift oder Schlagwörter hinterlegen. So werden Bilddateien bei Suchen leichter findbar und gerade bei Kulturgut, das eine eigene Dokumentation vorweist, reichen die bildeigenen Metadaten aber nicht mehr aus. Sie brauchen dann eine Filialdatei, in der die Dokumentationsinformationen untergebracht werden.
Die Metadaten werden dann über eine Schnittstelle, wahrscheinlich eine OAI-PMH-Schnittstelle, bereitgestellt. Und wenn wir nun bei der Dokumentation, bei den Dokumentationsdaten angekommen sind, kommen wir auch um die zwei wichtigsten Standards nicht herum. Ich hatte sie vorhin schon angesprochen, LIDO und CRM. LIDO, Lightweight Information Describing Objects. Das ist ein Schema, das die Lieferung von Metadaten vorsieht, die in unterschiedlichen Online-Services genutzt werden können, wie die Online-Sammlung der Organisation oder auch bei Aggregatoren. Ebenfalls können Daten online gezeigt, geteilt und verknüpft werden. LIDOs Stärke liegt in der Fähigkeit zur Unterstützung des gesamten Sortiments beschreibender Informationen zum Museumsobjekt. LIDO kann für alle Objekttypen angewendet werden, wie beispielsweise Kunst, Architektur, Naturkunde, Kultur- und Technikgeschichte. Jetzt habe ich gerade übrigens von der Webseite von CDOC zitiert. Habe es mir einfach gemacht. Ich kann es aber noch mit eigenen Worten sagen. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Datenbanken. In der einen Datenbank sind Informationseinheiten wie der Titel, die Bezeichnung und der aktuelle Standort abgelegt. Und Sie wollen diese Daten auf eine andere Datenbank übertragen, sei es ein Internetportal oder sei es zukünftig, noch geht es noch nicht, aber bald, ein Leihnehmer. Und dann wollen Sie die Daten so rüberkriegen, dass die andere Datenbank auch weiß, der Titel ist der Titel und die Bezeichnung ist die Bezeichnung. Ne, also der Text unter dem Feld Bezeichnung ist die Bezeichnung. Und dafür brauchen Sie halt ein XML-Harvesting-Format, in dem Fall also zum Beispiel LIDO, das einfach die Informationen richtig kategorisiert. Und das ist also der Sinn von einem XML-Harvesting-Format. Und da sehen Sie also, wie das aufgebaut ist. Da brauchen wir jetzt nicht im Detail drauf einzugehen. Gehen wir lieber weiter zu CRM. CRM steht für Conceptual Reference Model. Hier wieder von der Seite zitiert. Das Schema stellt Definitionen und eine formale Struktur zur Beschreibung impliziter und expliziter Konzepte sowie Beziehungen bereit, die in der Dokumentation von Kulturerbe Anwendung finden. Das heißt, was passiert hier? Man geht forschungsbasiert an ein Thema heran, versucht es inhaltlich zu zergliedern und logische Referenzen dafür zu erschaffen, sodass man dann also auf Personen verweisen kann, dass man versteht, welche Orte, wo an einer Stelle Orte verzeichnet sind und so weiter. Das hilft Ihnen, findbar zu werden, aber es hilft Ihnen auch, verständlich zu werden. Und über das Verstehen reden wir jetzt. Wenn ich nun also sauber referenziere, ergibt es keinen Sinn, Ereignisse, Personen, Orte, ikonografische Konzepte oder Bezeichnungen in einem Freitextfeld anzugeben, denn sie sind ja immer wiederkehrende Sinneinheiten. Viel klüger ist es, wenn ich sie so bezeichne, dass andere, also zum Beispiel die Sprecher einer anderen Sprache, exakt wissen, von welcher politischen Wahl, wenn ich jetzt über Ereignisse nachdenke, von welcher Person oder von welchem genauen Ort oder von welcher Art Vase ich spreche. Es gibt ja auch Bezeichnungstheorie. Hier helfen kontrollierte Vokabulare, in denen jeder Eintrag einen Metadatencode bekommt, sodass Computer sofort verstehen, wovon die Rede ist. Der Computer kann dann zum Beispiel den anzuzeigenden Ortsnamen in eben der Sprache darstellen, die im Browser gewählt wurde, sofern es sich um ein multilinguales Vokabular handelt. Oder es werden über Portale Suchen in der Art "Zeige mir alle Objekte zu JFK" ermöglicht oder "Zeige mir alle Vasen aus Hintertupfingen von der und der Machart". So, ne? Das ist so ein bisschen der Sinn von Klassifikationssystemen und Vokabularen, wie auch Thesauri genannt. Genau. Diese Folie zeigt, wie eine Ontologie, also CRM und ein Vokabular, hier das TGN, ineinander greifen. Man hat also die Objekte in der Welt, dann hat man die Vertreter dazu in der Bibliothek, dann wird referenziert auf Objekte, das macht das CRM. Dann werden die Referenzierungen als Sinneinheiten erkennbar gemacht. Da brauchen wir dann das standardisierte Vokabular für. Und dann kann man damit letztlich weiterarbeiten, um es ganz schnell und ganz knapp zu erklären. Es ist auch so ein bisschen ein Einsteigervortrag. Ich denke, die meisten Leute, die im Bereich der Dokumentation arbeiten, haben das schon mal gesehen. Genau. Anfangs hatte ich gesagt, dass es Sinn einer digitalen Strategie, nein, einer Digitalstrategie, das Wort ist mir echt noch im Kopf, ich will es loswerden, einer Digitalstrategie soll es sein, die Aktivitäten eines Museums ganzheitlich zu sehen, dass Digitalisierung nur ein Baustein im gesamten Konstrukt der digitalen Arbeit ist und dass Standards der Digitalisierung nicht zuletzt in Abhängigkeit dessen ausgewählt werden sollen, wofür das Digitalisat gefertigt wird. An eben diesem Ziel sind wir nun angekommen, die Datennutzung und die Datenbereitstellung. Hier gilt es, Rechtsnormen einzuhalten, die ihre Arbeit zwangsläufig standardisieren. Die DSGVO fordert die Einhaltung rechtlich verbindlicher Standards im Umgang mit Personendaten. Das ist letztlich auch ein Standard. Qualitätsanforderungen geben die Datenempfänger vor. Da Digitalisierung aber ein großes Unterfangen sein kann, wie wir heute auch schon gehört haben, und Ressourcen kostet, lohnt es sich nicht nur knapp, die Anforderungen einer Nutzung einzuhalten,
sondern für die Zukunft zu arbeiten, mehrere Qualitätsstufen zu speichern und somit in wenigen Jahren nicht erneut digitalisieren zu müssen. Wir haben heute schon gelernt, oft gibt es keine zweite Digitalisierung. Und wir haben auch von dem Herrn Klint eben gerade schon ein paar Tipps gekriegt, worauf man technisch achten sollte. Insofern bin ich da auch gar nicht der richtige Ansprechpartner für. Aber auch wenn die Digitalisierung an sich abgeschlossen ist, die Dokumentation sauber erfolgt ist und die Metadaten reich sind, können Sie noch Standards nutzen, wie etwa bei der Lizenzierung. Hier stellen Creative Commons oder neuer rightsstatements.org, die habe ich jetzt nicht auf der Folie, kann ich aber auch sehr empfehlen, mal reinzugucken, rightsstatements.org, ja, eine erhebliche Vereinfachung für die Museen dar, indem sie standardisierte Lizenzlösungen anbieten. Eine Etikette und ein respektvoller Umgang miteinander und übrigens auch im Umgang mit Kulturgut und historischen Sachzeugnissen, vielleicht auch von politischen Richtungen, die man selber nicht unterstützt, sollten eine Selbstverständlichkeit sein. ICOM hat hierzu gerade ein Handbuch für Museumsleute herausgegeben. Das sind die ICOM Social Media Guidelines aus dem Jahr 2019. Die kann ich also in diesem Zusammenhang auch sehr empfehlen. Mein Fazit. Digitalisierung erfolgt dann sinnvoll und richtig, wenn sie in die Arbeitsprozesse eines Museums eingebunden ist und die weitere Nutzung und Bewahrung des Digitalisats im Blick behält. Standards gibt es viele. Es ist Teil der Digitalisierungsplanung, sich zu überlegen, welche Standards im weiteren Prozess relevant sind. Hierbei sollte man nicht zu knausrig sein, also nochmal Wiederholung, ne? Wiederholung hilft. Zu niedrige Qualitätsanforderungen heute können eine Wiederholung der Digitalisierungstätigkeit morgen erforderlich machen. Das ist eine unnötige Belastung auch für die Objekte. Standards sind überall da unerlässlich, wo mehrere Menschen mit unterschiedlichen Arbeitssystemen an einem Produkt arbeiten und es weiterverarbeiten. Wer hier Standards ignoriert, erfindet entweder das Rad neu oder macht Fehler. Das wollen wir nicht, deshalb freue ich mich, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Berendt, vielen Dank für den Vortrag, der einige Aspekte ja schon wieder aufgreift, weiterführt, die wir schon gehört haben. Wir haben Zeit noch für Diskussionen, für Fragen, wie immer aus dem zahlenmäßig schmalen Publikum, ebenso wie aus dem unendlichen Weiten des Netzes. Ja. Wer möchte gerne? Ja, genau, ein Publikum. Ich hätte eigentlich nur eine Ergänzung für die, damit es vielleicht ein bisschen klarer wird, zum Lido-Format, warum das relevant ist. Und ich meine, ich glaube, die Archive arbeiten nicht so sehr mit dem Lido-Format und kennen das, schüttel den Kopf, kennen das gar nicht. Das ist hauptsächlich für den Museumsbereich gedacht eigentlich oder dafür entwickelt worden. Und zwar so geht es darum, aus Datenbanken die Metadaten oder auch die Digitalisate wie auch, hinauszubekommen in einem standardisierten Format und woanders hineinzubekommen, wie zum Beispiel ein Kulturportal. In Bayern ist das oft auch Bavaricon, da gibt es ne, so standardisierte Exportknöpfchen auch mittlerweile schon in den Standard-Inventarisierungssoftware angeboten. Weil das doch relativ häufig genutzt wird. Aber auch natürlich, ja, Europäer arbeitet mit dem Lido-Format und nimmt eben so die Daten entgegen und eben auch die DDB. Na, das sind, denke ich mal, die wichtigsten Kulturportale in dem Museumskontext, die zu nennen sind. Also es ist halt was ganz Praktisches tatsächlich. Damit muss man sich intensiver beschäftigen und verstehen, aber man muss wissen, wofür es gut ist. Und dass es sowas gibt, um einfach diesen Datenexport ganz verlustfrei zu gestalten. Genau, das gleiche gibt es im archivischen Bereich. Ja. Das heißt, es ist ein Archivinformationssystem. Es gibt unterschiedliche Anbieter, die aber letztendlich das Gleiche machen. Das heißt, es werden die Metadaten zum Objekt erfasst, es ist möglich, Digitalisate zu hinterlegen und das dann entsprechend auszuspielen für die unterschiedlichen Portale, also sei es XML oder Standardschnittstelle benötigt wird. Ich glaube, das Besondere an Lido ist noch, dass es irgendwie so die Synthese aus mehreren XML-Formaten, HFSD-Formaten gibt, die es vorher gab. Also man hat festgestellt, dass es gerade international sehr viele gab, CDWA, Museum, DAT in Deutschland. Ich glaube, Spektrum hat auch noch ein XML-Format mal vorgesehen.
weiß es nicht genau, da bin ich nicht fit genug. Eigentlich ist Spektrum ja ein wirklicher Standard, wie man dokumentiert, mit ganz kleinen Handlungsanweisungen und Hinweisen zu den einzelnen Informationseinheiten. Und man hat also versucht, bei Lido dieses internationale Kauderwelsch zu vereinheitlichen und einen Standard für alle zu finden. Es sollte natürlich nicht so sein, wie es vorhin beschrieben wurde, mit den 14, Herr Klint hatte das so nett gesagt, also es gibt irgendwie 14 Standards, das ist unmöglich, deshalb muss man das vereinheitlichen, schon ist der 15. geboren. Ich glaube, bei Lido hat es tatsächlich geklappt, Museum DAT spielt jetzt keine Rolle mehr, CDWA ist eigentlich weg, sondern sie sind jetzt ersetzt sich durch das Neuere, das beide enthält. Also es ist ja nicht so, dass Lido CDWA platt gemacht hat, sondern es hat CDWA aufgenommen. Und genauso auch Museum DAT basiert ja auf Museum DAT. Ja. Lido kann man vielleicht im archivischen Bereich am ehesten mit EAD, der Encoded Archival Description, vergleichen einer Sprache, die international eingeführt ist und die eben dann die lokalen Systeme übersetzt, transportiert in die großen Portale und damit eine Vereinheitlichung bewirkt, letztendlich aber auch rückwirkt auf die eigenen Systeme, die wir pflegen, weil wenn wir uns nicht an die EAD-Standards halten, dann sind wir natürlich gezwungen, wenn wir in Portale exportieren wollen, unsere Daten zuerst aufwendig umzustrukturieren. Und deswegen ist es viel sinnvoller, von vornherein gleich im eigenen Archivinformationssystem beispielsweise nach diesem EAD-Standard zu erfassen. Dann habe ich es nämlich nachher leichter. Und so denke ich mir, wird das im Museumsbereich auch laufen, weil man letztendlich ja dann doch ins Netz gehen will, in die Portale gehen will. Und dann bietet Lido da eben das entsprechende genormte, standardisierte Vokabular. So würde ich das sehen. Vielleicht ganz kurz, war ja doch längere Ausführungen jetzt. Vielleicht könnten Sie nochmal zusammenfassen, warum sind denn Standards so relevant? Ja, also ganz kurz. Ich dachte, das wäre mein Fazit eigentlich gewesen, aber gerne nochmal. Überall, wo mehrere Menschen an einem Produkt arbeiten, läuft man Gefahr, dass man Durcheinander erzeugt. Und wenn man also produktiv vorankommen möchte und die Arbeit von mehreren Leuten auf einen gemeinsamen Nenner bringen will, dann braucht man eben auch den Nenner. Und die Standards sind genau dieser Nenner. Also das ist genau die Arbeit auf einen Nenner bringen.